Der Meister der Teezeremonie musste am nächsten Tag dem Krieger gegenübertreten, in einem Kampf um Leben und Tod. Er ging zum Meister des Schwertes und bat um Hilfe. Der Schwertkämpfer sagte ihm, dass er ihm nichts beibringen könnte, was ihn befähigen würde, gegen den Krieger zu gewinnen. Dann bat er ihn, Tee für ihn zuzubereiten. Während der Meister der Teezeremonie den Tee bereitete, war er vollkommen konzentriert. Nichts konnte ihn stören. Nichts existierte daneben. Als der Tee fertig war, lächelte der Meister des Schwertes. Er sagte, »Morgen trittst du dem Krieger gegenüber, mit dem Schwert in der Hand, mit derselben Konzentration. Der Geist muss leer sein, bereit, dem Tod ins Auge zu sehen.« Und als der Krieger sah, dass der Teemeister wahrhaftig bereit war zu sterben, da drehte er sich um und lief hinfort. Der Krieger, der sich ans Leben klammert, wird mit Sicherheit sterben. Und der, der den Tod umarmt, wird überleben. Berge weit, zu Höhlen tief aus alter Zeit. Da ziehen wir hin, da lockt Gewinn, durch Wind und Wetter, Not und Leid. Und dort, wo knistert im Gehölz erwacht ein Brand von Winden angefacht, zum Himmel rot die Flamme lot, der Wald befackelt hell die Nacht. Ist meine Hand deine Faust, machst du sie wieder auf und legst die deine in meine. Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch all den Lärm, als ob sie mein Sextant und Kompass wären. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf, ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Ist meine Erde eine Scheibe, machst du sie wieder rund, zeigst mir auf wunderbare Weise, was Weitsicht heißt. Will ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand, legst du mir Helm und Hammer in die Hand. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf, ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Sind so kleine Hände, winzige Finger dran, darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann. Sind so kleine Füße, mit so kleinen Zehen, darf man nie drauf treten, können sie sonst nicht gehen. Sind so kleine Ohren, scharf und ihr laut,
darf man nie zerbrüllen, werden davon taub. Sind so schöne Münder, sprechen alles aus, darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus. Sind so klare Augen, die noch alles sehen, darf man nie verbinden, können sie nichts verstehen. Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei, darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei. Ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht, darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel, Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel.